Stellen Sie sich vor, Sie stehen vor einer überwältigend starken Armee mit nur 300 Gefährten an Ihrer Seite. Was würden Sie tun? Dies ist nicht nur eine Erzählung aus den staubigen Seiten der Geschichte, sondern auch eine tiefgreifende Lektion in Sachen Mut, Entschlossenheit und Strategie. Heute erwecken wir die inspirierende Geschichte der 300 Spartaner und der Schlacht an den Thermopylen zum Leben und geben ihnen das Gefühl, mittendrin dabei zu sein. Die persische Expedition nach Griechenland war mehr als eine Eroberung. Es war ein Aufeinanderprallen zweier unterschiedlicher Weltanschauungen, Kulturen und Kriegsphilosophien. Kaiser Xerxes von Persien, geschmückt mit überwältigendem Reichtum und einer riesigen Armee, wollte nicht nur sein Territorium erweitern, sondern auch der ganzen Welt die Überlegenheit der persischen Herrschaft und Kultur beweisen. Auf der anderen Seite waren die Spartaner und die mit ihnen verbündeten griechischen Stadtstaaten voller Entschlossenheit, ihre Freiheit und Lebensweise zu schützen. Dieser Kontrast verwandelte die Schlacht an den Thermopylen von einem bloßen militärischen Konflikt in einen tiefgreifenden Kampf von Idealen und Lebensstilen. Dieser Kampf, der nicht nur auf dem Schlachtfeld, sondern auch in den Herzen jedes Einzelnen ausgetragen wurde, stellte in Frage, wie wertvoll Freiheit und Unabhängigkeit wirklich sind. Für welche Werte kämpfen Sie heute in Ihrem Leben und was würden Sie opfern, um sie zu schützen? Als die ersten Sonnenstrahlen den Boden berührten, begannen die Spartaner, ihre Schilde zu polieren und ihre Speere zu schärfen. Auf jedem Gesicht war die Entschlossenheit zu erkennen, furchtlos in den Tod zu marschieren. Ihre unerschütterliche Haltung gegenüber den scheinbar endlosen Massen der persischen Armee markierte einen der mutigsten Momente in der Geschichte. Die engen Gänge der Thermopylen ermöglichten es den Spartanern, ihre Verteidigungsstrategie zu perfektionieren. Jeder Spartaner, der den einzigartigen Rhythmus und die Intensität der Schlacht verstand, erkannte schnell die Schwächen des Feindes und nutzte sie aus. Die zahlenmäßige Überlegenheit der Perser verlor auf diesem engen Raum ihre Bedeutung. Als persische Pfeile den Himmel verdunkelten, wehrten die Spartaner mit ihren Schildwellen diesen Pfeilregen ab. Es ist wichtig, sich daran zu erinnern, dass die Disziplin, die Einheit und die individuellen Kampffähigkeiten jedes Spartaners so beeindruckend waren, dass sie selbst für moderne Kriegsstrategien eine Inspiration darstellten. Sie nutzten nicht nur ihre körperliche Stärke, sondern auch ihre geistige Beweglichkeit und taktische Intelligenz voll aus. Wie können Sie sich in verschiedenen Bereichen Ihres Lebens von der taktischen Weisheit der Spartaner inspirieren lassen und Ihre eigenen Pässe verteidigen? Diese Geschichte ist nicht nur eine Geschichte des Krieges, sondern auch eine Geschichte tiefer Brüderlichkeit, Opferbereitschaft und Ehre. Die Spartaner, die Seite an Seite mit jedem ihrer Gefährten kämpften, forderten nicht nur den Feind, sondern auch die Geschichte selbst heraus. Wenn sie es wären, wen würden sie in ihrem schwierigsten Moment an ihrer Seite haben wollen? Die Schlacht um die Thermopylen bietet reichhaltige Lektionen zu Führung, Strategie und geistiger Belastbarkeit. Als Anführer nutzte König Leonidas jede Strategie, um die Moral seiner Soldaten hochzuhalten. Vor welchen Herausforderungen stehen Sie in Ihrem Alltag und mit welchen Strategien können Sie diese meistern? Die 300 Spartaner zeigten ein hervorragendes Beispiel für Ausdauer, Entschlossenheit und Strategie. Sie zeigten, dass zahlenmäßige Überlegenheit nicht immer den Sieg garantiert und dass Geist und Entschlossenheit manchmal die größten Armeen besiegen können. Auch in der Dunkelheit kann ein Licht leuchten. Die Geschichte der Spartaner erinnert uns daran, dass es, egal wie herausfordernd es auch sein mag, Möglichkeiten gibt, jeden Kampf zu überwinden. Auch Sie können Ihre eigenen Thermopylen in Ihrem Leben finden und Ihre eigene Geschichte schreiben. Jetzt ist es an der Zeit, darüber nachzudenken, was Ihnen wichtig ist und dafür zu kämpfen. Mit Ihrem Mut, Ihrer Entschlossenheit und Ihrer Strategie können Sie Ihre eigenen Siege erringen. In jedem von uns steckt ein Spartaner. Wir müssen sie nur erwecken und unsere eigenen Schlachten schlagen. Möge Ihr Mut niemals nachlassen, Ihre Strategie immer scharf sein und Ihre Entschlossenheit niemals wanken. Denken Sie daran,
dass es in der Geschichte nicht nur darum geht, die Vergangenheit aufzuzeichnen, sondern uns auch dazu zu inspirieren, unsere Zukunft zu gestalten. Schreiben Sie also jetzt Ihre eigene Geschichte.